Hallo meine Lieben, hier ist wieder Christian, der Auswanderlux, und im heutigen Video geht es um meine Einnahmequellen. Ich habe ja viele Fragen von euch bekommen bezüglich, ja, wie kann man denn überhaupt mit so einem Blog, eben mit der Webseite, die ich betreibe, dieses auswanderlux.ch, wie kann man damit überhaupt Geld verdienen? Und eben über den YouTube-Kanal, da war es den meisten wahrscheinlich, oder ist es den meisten wahrscheinlich klar, durch diese Werbung, die dann immer wieder zwischen den Videos kommt oder vor dem Video oder nach dem Video oder auch als Banner unter dem Video angezeigt wird, da werde ich dann auch ein bisschen daran beteiligt, an den Einnahmen, die YouTube da generiert. Aber da sind wir schon beim ersten Thema. Die erste Einnahmequelle, die ich habe, sind eben diese Einnahmen über Google AdSense, eben über diese Werbung, die ich hier oder die bei YouTube geschaltet wird. Und viele von euch, aber ich habe das schon oft im Kommentar gelesen, so dass dann darüber diskutiert worden ist, so ja, in einem Video waren dann irgendwie mal, ich glaube bei 20 Minuten waren es dann irgendwie 4 Werbeblöcke. Und ja, das kann ich beeinflussen. Manchmal denke ich halt nicht dran. Ich schaue dann, oder das ist immer so bei den Einstellungen so, wenn ich die Videos hochlade, dann muss ich ja noch gewisse Einstellungen machen. Und dann schaue ich auch immer rein, so wie sieht das aus mit diesen Werbeblöcken in der Mitte. Und zu krass soll es natürlich dann auch nicht sein. Und das passe ich dann schon immer an, weil YouTube macht dann einen automatischen Vorschlag. Und dann kann man es hinterher anpassen. Manchmal macht YouTube selber nur einen Block rein oder zwei oder drei oder auch gar keinen. Manchmal übertreiben sie es heftig. Ich habe auch schon mal ein Video gehabt, irgendwie, das war ziemlich lang, 45 Minuten oder so. Und dann hat der wirklich alle 5 Minuten eine Werbeunterbrechung reingehauen, so automatisch. Und das habe ich dann ja, ein bisschen ausgedünnt dann. Wie das dann bei YouTube ankommt, keine Ahnung, weiß ich nicht. Ich habe auch schon mal so ein paar Theorien dazu gehört, dass das auch irgendwie was dann ausmacht. Aber ja, das sind wahrscheinlich, also es sind nur Theorien, ich weiß es selber nicht. Ja. Auf jeden Fall, ich weiß selber, dass das nervig ist mit diesen Werbeblöcken innen drin, wenn die übertrieben werden. Aber je nach Videolänge mache ich dann halt trotzdem welche rein, weil an denen verdient man natürlich ordentlich, an denen, die in der Mitte sind. Und ich habe es hinterher so gemacht, als ich so angefangen habe, YouTube zu schauen, dass ich dann, als mir diese Werbeblöcke in der Mitte auf den Keks gegangen sind, da habe ich einfach YouTube Premium abgeschlossen. Das kostet 20 Franken, wenn man es für sich alleine macht, und für Familien, ich glaube 25 Franken. In Deutschland ist es, glaube ich, noch ein bisschen günstiger. Ja, und das war dann so, da habe ich dann keine Werbeblöcke mehr gehabt. Ich hatte dann noch so andere Benefits. Ich konnte dann den Bildschirm auch ausmachen. Das Video lief dann, oder die Tonspur lief dann trotzdem noch weiter. Ich kann Videos runterladen für später zum Anschauen. Mache ich jetzt eigentlich nicht hier in der Schweiz, weil ich habe hier überall gutes Netz und eh einen unlimitierten oder ein unlimitiertes Datenpaket. Von daher spielt das keine Rolle. Aber jetzt für gerade für welche in Deutschland, wo so unlimitierte Daten eigentlich eher die Seltenheit sind, da wird sich das dann schon noch bezahlt machen. Ja. Und was natürlich auch noch cool ist, da jetzt ein bisschen Werbung, aber das ist unbezahlte Werbung jetzt hier für YouTube Premium. Man hat dann noch Zugriff auf die YouTube Music, und das ist wirklich genial. Ich brauche, wenn ich mit dem Auto unterwegs bin, ich habe noch so ein CD-Radio da, oder DVD kann man sogar reintun, DVDs. Aber ich höre immer nur übers Handy. Ja. Entweder höre ich meine Hörbücher über Audible, oder ich höre Podcasts, oder ich höre halt YouTube Music mit dem Auto über Bluetooth verlinkt. Und ja, da habe ich dann Zugriff wirklich auf alles Mögliche, oder? Da sind ja Millionen von Songs, und da ist unglaublich, was der YouTube-Algorithmus da einem manchmal vorschlägt, wo man nie drauf gekommen wäre. So geht es mir zumindest. Und ja, finde ich echt eine coole Sache. Aber das zu dem Thema. Und damit wir wieder zum Blog zurückkommen, auf dem Blog könnte ich das auch machen. Da könnte ich auch Anzeigen schalten über halt Google AdSense, oder könnte halt Blöcke freischalten. Wie es genau funktioniert, weiß ich nicht, weil ich habe es noch nicht gemacht und ich habe es auch nicht vor. Auf jeden Fall, ihr kennt es, wenn ihr auf irgendwelchen Webseiten seid, dann steht da oben oftmals klein dran Google AdSense, und dann wird irgendeine Werbung angezeigt, zugeschnitten auf denjenigen, der gerade sich diese Seite anschaut. So ist es bei YouTube ja auch. Die Werbung, die gezeigt wird, die ist dann auf euch zugeschnitten, also zielgruppenorientiert. Und ja, das könnte ich auf dem Blog auch machen, mache ich aber nicht, weil es einfach, finde ich, beim Lesen, ja, auf dem Blog irgendwie erstmal die Einnahmen wären nicht so hoch. Das habe ich gehört von anderen. Das würde, und dafür ist dann einfach die Relation, stimmt dann da einfach nicht. Ja. Und ich finde, bei Webseiten wird dann oft auch noch wirklich so Quatschwerbung angezeigt, die wirklich überhaupt keinen Mehrwert bietet und überhaupt keinen Sinn macht. Und ja, deswegen mache ich das auf jeden Fall dort nicht.
Und die Einnahmen habe ich dann natürlich halt auch nicht, aber das ist dann halt so. Und was auch noch eine Frage immer wieder ist bei YouTube, oder die ich in den Kommentaren ab und zu mal lesen kann, ist ja, die Werbung, die da kommt. Manchmal so nervige Typen, die dann halt so irgendwas erzählen wollen von, keine Ahnung, Kryptowährung oder irgendwelchen Finanzprodukten oder ja, wie wirst du innerhalb von ein paar Jahren Millionär und so. Eben kommen in die WhatsApp-Gruppe und sowas. Eben darauf habe ich halt keinen Einfluss. Das wird vom YouTube-Algorithmus bestimmt, ist halt auch Zielgruppen angepasst und der denkt wahrscheinlich, ja, dass daher, also einmal wird es einen Einfluss haben oder wird das Thema, was ich betreibe oder die Themen, die ich immer betreibe, wird auch einen Einfluss drauf haben, denke ich mal, weil ich rede ja oft auch über Finanzen und sowas, Vermögensaufbau, welche Produkte ich verwende und so, habt ihr auch alle in der Videobeschreibung drin, könnt ihr mal reingucken, was ich so empfehle. Kriegt ihr sogar manchmal noch einen Gutschein dabei. Und ja, und daher kommt wahrscheinlich auch manchmal dann so etwas. Und dann natürlich, je nachdem, der Algorithmus kennt uns ja, oder die Algorithmen in den verschiedensten sozialen Medien, die kennen uns wahrscheinlich besser, als wir glauben. Ja. Und daher wird dann die Werbung, so kommt dann halt diese Werbung zustande. Ja, das war das zu Google AdSense. Ah, eine Zahl wird euch vielleicht auch noch interessieren. So. Es schwankt ziemlich. Ich mache es ja noch nicht so lange jetzt. Das heißt, der Erfahrungszeitraum ist jetzt noch nicht so groß. Ich habe das aktiviert, muss ich mal kurz überlegen. Ja, letztes Jahr im Sommer, 2020 war es, irgendwie Juli oder August, da habe ich das aktivieren können. Da hatte ich dann meine 1000 Abonnenten und die Wiedergabezeit, die auch noch ein Kriterium ist, dass man das überhaupt machen kann, diese Partnerschaft mit YouTube. Und ja, da habe ich es freigeschaltet und seitdem sind die so im Schnitt bei rund 500 Franken im Monat. Letztes Jahr im Dezember, da waren sie relativ hoch, also ordentlich hoch, würde ich schon sogar sagen, da waren sie irgendwie bei 1200 Franken. Jetzt im Sommer ist es runtergegangen, so ein richtiges klassisches Sommerloch, das merke ich auch an den Aufrufen, ja, dass es halt da irgendwie zurückgegangen ist. Und ja, im Schnitt so 500 Franken. Die Aufrufe liegen immer so bei zwischen 50.000 und 100.000 pro Monat bei allen meinen Videos, weil die alten werden halt selten geklickt, aber die werden trotzdem noch angeklickt. Ja. Genau, das zu dem Thema. Zweite Einnahmequelle von mir sind die Kooperationen. Habe ich ja gerade schon mal, oder habe ich schon mal in einem Video erwähnt und auch gerade angeschnitten eben in der Videobeschreibung. Findet ihr die dann auch, die Kooperationen, die ich eingegangen bin. Da seht ihr dann zum Beispiel mein Depot oder meinen Broker, den ich in Deutschland habe, zusammen mit meinem kostenlosen Konto, auch für Schweizer interessant. Oder für Personen mit Schweizer Wohnsitz, da wo ich dann in ETFs investiere für meine Kinder, weil, also über einen Sparplan, muss ich vielleicht noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Und ja, in der Schweiz kennt man diese Sparpläne eigentlich nicht und ein deutscher Broker ist da eine gute Alternative. Da kann man sich dann als Steuerausländer eintragen lassen und die Besteuerung in Deutschland findet dann nicht statt, sondern hier in der Schweiz. Zumindest ist das die Regel und so ist es bei mir. Ja, ist ja jetzt keine Steuerberatung hier. Ist auch keine Anlageempfehlung oder so, aber ich sage es halt nur so, wie ich es mache. Und wenn ihr halt euch das anschauen wollt, könnt ihr unten in die Videobeschreibung gehen, könnt ihr das sehen, könnt ihr draufklicken. Dann habe ich hier noch die Kooperation mit der Bank Claire von Zack. Da könnt ihr diese 50 Franken Startguthaben abstauben, wenn ihr dort ein Konto eröffnet, so wie ich das ja auch gemacht habe damals. Und eben, das ist mein Privatkonto. Ganz wichtig, was ich immer wieder sage, ich empfehle ja auch nur Sachen, die ich selbst nutze und für gut befinde. Das heißt, ihr werdet nie irgendwie was sehen, so irgendein Bankprodukt oder eine Versicherung, die ich selber nicht verwende und die ich nicht getestet habe, die werde ich auch nicht empfehlen. Ja? Und die Bücher oder sowas, die ich dann manchmal empfehle in YouTube oder in der Videobeschreibung, das sind dann auch Bücher, die ich gelesen habe und die ich für gut befunden habe. Ja? Da kommt kein Zeug rein, was ich nicht kenne oder so. Ja, eine weitere Kooperation ist ja die mit Frankly von der ZKB, Säule 3a Produkt, mega cooles Produkt, wie ich finde. Habe ich ein Video schon zugemacht, habe ich auch schon einen Blogbeitrag zugemacht, da kommen auch noch mal ein paar mehr. Und bei Instagram berichte ich ja auch immer wieder darüber und zeige so, wie es läuft und so. Ja, das sind diese Sachen, die ich da habe, diese Kooperationen und Das ist eigentlich das, worauf ich mir oder wovon ich mir am meisten verspreche, ja, in Bezug auf Einnahmen.
Dann die dritte Einnahmequelle, das sind die klassischen Affiliate-Links, habe ich ja gerade schon mal angeschnitten, ebenso typisch bei Amazon zum Beispiel. Dieser Affiliate-Link, wenn ich dann, ich empfehle ja immer ein Buch für die Schweiz, das ist auch in der Videobeschreibung drin, könnt ihr euch mal gerne angucken, wenn ihr wollt. Und wenn dann jemand diesen Link benutzt, da draufklickt und dann zu Amazon weitergeschickt wird und er dort etwas kauft, dieses Buch oder etwas anderes, dann kriege ich halt eine kleine Provision. Dem Kunden fallen keine Kosten an, also es ist dann kein höherer Preis oder so. Es ist einfach, Amazon freut sich, dass sie ein Buch verkaufen konnten und ich freue mich, dass ich eine kleine Provision erhalte. Und der Kunde freut sich hoffentlich, dass er einen guten Tipp bekommen hat. Und so sind alle dann glücklich, irgendwie eine Win-Win-Win-Situation. Da muss ich sagen, kommt aber wirklich sehr wenig nur rein. Ja, irgendwie die Amazon-Links werden nicht so häufig angeklickt und dann wird sogar noch seltener was gekauft. Ich hatte mal das Glück, dass einer ein Audible-Abo abgeschlossen hat über meinen Link. Das war, also Audible ist ja so eine Hörbuch- und Podcast-Plattform, auch von Amazon. Und das war nicht schlecht, so da habe ich ein paar Euro bekommen. Aber eben die, irgendwie seitdem, es kommen so pro Monat, keine Ahnung, 2 Euro, 3 Euro mehr sind das nicht, die da bisher reinkommen. Kommt irgendwie nicht gut an bei euch. Schade eigentlich, aber ja, ist halt dann so. Klar, bei YouTube in der Videobeschreibung, da guckt ja jetzt auch nicht jeder immer rein, von daher ist es dann recht schwierig, darüber wahrscheinlich Einnahmen zu generieren. Auf dem Blog wäre es vermutlich einfacher, da mache ich das aber eher selten. Einmal, wo ich halt über diese Bücher gesprochen habe, dann packe ich schon mal einen rein, eben pro Buch. Und ich kann euch sagen, da klicken die wenigsten drauf. Ja, das ist wahrscheinlich so ein nettes Zubrot dann, aber irgendwie, ja, ich glaube nicht, dass ich damit mal Tausende erwirtschaften werde oder so. Nicht mal Hunderte, denke ich mal. Und was ich eben noch angesprochen habe bezüglich der Kooperation mit Zack und Frankly, da habe ich ja auch dieses DKB-Depot und Konto erwähnt und das läuft auch über einen Affiliate-Link und das seht ihr auch ganz klar gekennzeichnet in der YouTube-Videobeschreibung oder auch auf dem Blog, da ist immer dann ein Sternchen dahinter. Bei YouTube kann man nicht direkt ein Sternchen anhängen, sondern da ist ein Leerzeichen dahinter und dann ein Sternchen, sonst würde dieser Link gar nicht funktionieren, aber sie sind wirklich klar definiert und unten drunter in der Videobeschreibung steht ja dann auch die Erklärung eben im Disclaimer, dass es sich um Affiliates-Links handelt und ihr dadurch diesen Kanal oder mich dann unterstützt. Ja, also man braucht da keine Angst haben, dass man da irgendwas anklickt und dann wollte man vielleicht gar nicht, dass ich was bekomme von dieser Provision oder dass ich eine Provision bekomme und braucht da keine Angst haben. Ihr könnt euch die Sachen dann auch so anschauen bei Amazon oder so zur DKB gehen und könnt euch dann so das abschließen. Ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr diese Links nutzen würdet. Ich sehe es halt immer so. Ich war ja auch mal in der gleichen, also immer noch, oder? Ich schaue mir ja auch andere Kanäle an und gehe auf Blogs und sowas. Und wenn ich dann sehe, dass da jemand etwas anbietet und ich dadurch oder sein Wissen preisgibt und ich dadurch einen Mehrwert habe und ich mich dadurch weiterentwickeln kann, dann bin ich natürlich auch froh darüber und will ihm dann auch was zurückgeben. Und einfach so bezahlen, das läuft halt nicht. Die meisten bieten ja ihr Wissen kostenlos an. Kurse zum Beispiel, irgendwelche Abos würde ich halt selber nicht annehmen. Oder sagen wir mal so, ich habe noch nicht das Richtige gefunden. Wenn es wirklich Sinn machen würde, natürlich, dann zahle ich auch Geld dafür. Oder wenn ich jetzt nur mal so sehe bezüglich Finanzen, was ich durch die ganzen Finanzblogger und Finanz-YouTuber in den letzten Jahren gelernt habe, was ich da für ein anderes Mindset erhalten habe und was sich dafür oder was sich dann auch positiv auf mein Vermögen ausgewirkt hat. Das kann man schon in Zahlen setzen, aber ich meine, die haben das alle kostenlos gemacht, gratis gemacht und ein paar von den Leuten habe ich natürlich oder konnte ich was zurückgeben, indem ich halt diese Kooperation genutzt habe, zum Beispiel ein Depot eröffnet habe. Oder irgendwelche Affiliate-Links benutzt habe. Und das ist, finde ich, eine gute und gerechte Sache. Wie kann natürlich jeder anders sehen, aber ich finde es halt eine richtig gute Sache. Wenn der eine einen Gewinn dadurch hat und der andere dann auch, dann ist es ist es für mich, in meinen Augen ist es dann ein fairer Ablauf. Ja. Und dann kommen wir jetzt zu meinen
zu meiner letzten Einnahmequelle, das sind Dividenden. Zinsen gäbe es vielleicht auch noch, die lasse ich aber mal weg, weil heutzutage kriegt man ja fast keine Zinsen mehr, es sei denn, man hat irgendwelche P2P-Kredite und die habe ich nicht. Ja, aber eben Dividenden habe ich auch schon mal in einem Video erwähnt, dass ich eben wie ich zu meinem Vermögen gekommen bin. Ich verlinke das dann nochmal hier oben in der Ecke. Könnt ihr euch dann gerne nochmal anschauen. Und einen gewissen Teil von diesem Vermögen habe ich ja dann angelegt an der Börse in Aktien und über die Säule 3a auch in ETFs und Indexfonds, aber das ist was anderes. Das ist ja mehr fürs Alter. Und eben, und durch diese Aktien, die dann teilweise Dividendenaktien sind, nicht alle, ich habe auch Wachstumsaktien, so wie Amazon zum Beispiel, die ja keine Dividende ausschütten, aber ich habe Aktien, die eine ordentliche Dividende ausschütten. Ich habe manche REITs, das sind so Real Estate Investment Trusts, quasi so Immobilienverwaltungsunternehmen sind, dass die über einen Großteil ihres Gewinns in Dividende ausschütten müssen, wenn die in US-Amerika ihren Sitz haben. Und dann habe ich schon teilweise Dividendenrenditen von 10%. Das sind natürlich die seltensten, aber es sind zum Beispiel bei diesen REITs, war das gut möglich in der Zeit, wo der Crash gewesen ist letztes Jahr, dieser Corona-Crash. Da konnte ich die wirklich günstig ergattern und dadurch ist meine persönliche Dividendenrendite natürlich recht hoch, ja, weil der Aktienkurs war damals niedrig, Dividende haben sie aber gleich gehalten oder sogar erhöht jetzt. Und dann habe ich auch so klassische Blue Chips, sagt man vielleicht, kennen den manche von euch den Ausdruck. Das sind halt so klassische große Unternehmen, so wie ja, Johnson & Johnson zum Beispiel, die jetzt schon seit ich weiß nicht wie vielen Jahren ihre Dividende jedes Jahr erhöht haben. Ich glaube seit 57 Jahren oder so. Kann aber auch sein, dass ich mich jetzt vertue, aber es ist schon mega lang. Und wirklich nie ein Jahr ausgelassen haben, nicht, also sie haben die Dividende immer gezahlt und sogar noch jedes Jahr erhöht, das muss man sich mal vorstellen. Das ist natürlich krass, egal welche Krise es gegeben hat vorher oder währenddessen, und es gab ja zig Krisen, oder? Muss man nur mal überlegen, so irgendwelche Kriege gab es ja immer oder hat Amerika immer geführt oder irgendwelche Konflikte auf der Welt gab es ja immer, Kalter Krieg und sowas, Ölkrise und Finanzkrise und so, aber die haben es immer geschafft, die Dividende wirklich jedes Jahr zu erhöhen. Man wird da eben, das ist jetzt nicht so ein Ding, wo der Kurs dann wie eine Rakete irgendwann abgeht und man wird dann mega reich. Nee, das ist einfach was zum Haben, zum Halten. Und auf lange Sicht wird man dann ein ordentliches, schönes Vermögen damit schaffen. Ja, ja, und das ist halt die vierte Einnahmequelle, die ich noch habe, diese Dividenden. Und das sind so im Monat, ich habe es jetzt noch nicht genau ausgerechnet, ich werde das aber dann machen. Ich habe auch so ein Programm, das kann man kostenlos runterladen, könnt ihr euch mal anschauen, wenn euch das interessiert, Portfolio Performance. Das ist eine Datei, die in Excel geöffnet werden kann und steht kostenlos zur Verfügung. Ist wirklich richtig cool, kann man sein Vermögen tracken, kann man seine Aktien eingeben und Dividenden muss man natürlich noch dann manuell nachtragen oder eingeben, genauso wie Zinsen und sowas auch. Ja, aber da kann ich das halt immer gut erkennen und ich schätze, dass ich 200 Franken im Monat an Dividenden durchschnittlich erhalte. Natürlich im Anfang des Jahres oder am Anfang des Jahres tendenziell mehr, weil da schütten viele Aktiengesellschaften ihre Dividende aus. Zumindest hier bei uns in Mitteleuropa, deutsche und Schweizer und Österreicher Unternehmen, die sind so klassisch dafür oder ja, die kennt man eigentlich so, dass sie im Frühjahr ihre Dividenden ausschütten, keine Ahnung, März, April, Mai und im Juni vielleicht noch. Und US-Unternehmen, die machen es eigentlich quartalsweise in der Regel. Einen Zahler habe ich sogar, das ist auch so ein REIT, so ein Real Estate Investment Trust. Und der zahlt sogar monatlich die Dividende aus. Aber man kann sagen, so im angelsächsischen Bereich, Großbritannien, Australien, Kanada, USA, da zahlen die Unternehmen vierteljährlich aus. Es gibt auch welche, die halbjährlich auszahlen, das gibt es auch. Aber die Regel ist so, was ich kennengelernt habe, da vierteljährlich. Dann kriege ich immer schöne Dividende. Die einen sagen vielleicht so, ja, ist ja wie linke Tasche, rechte Tasche. Die hätten dann lieber Wachstumsunternehmen. Ich habe halt gerne beides. Und ich habe es auch wirklich gerne, dass dann immer wieder was reinkommt, oder? Macht es keinen Sinn. Aber wir sind ja alle emotionale Wesen. Und wenn jedes Mal immer wieder was reinkommt, so jeden Monat oder jeden dritten Monat, und bei mir ist es so, ich kriege jeden Monat Dividende, weil die einen von den US-Unternehmen schütten immer, also die fangen im Januar an und dann geht es weiter im April und die anderen fangen halt
im Februar an auszuschütten und gehen dann weiter. Und dann geht es im Mai dann weiter mit der nächsten Ausschüttung. Und ich kriege halt dann übers Jahr verteilt, jeden Monat kriege ich Dividende, mal mehr, mal weniger. Und das halt, das gibt einen schon ein gutes Gefühl. Man sieht diesen Cashflow, der reinkommt. Und das motiviert auch für weitere Investments, finde ich. Ja, wenn man das so sieht bei, sage ich mal so, aus dem Dachraum, die Unternehmen, wenn die jährlich zahlen, das ist schon schön. Und da kommt auch mal ordentlich was rein, da kommt ja die ganze Summe auf einmal rein und nicht durch vier geteilt. Aber die Vorstellung, dass jeden Monat Dividenden reinkommen, die ist halt, ja, finde ich halt schon schön, ja, und motiviert mich halt. Ja. So ist das. Ja, das sind meine vier Einnahmequellen, eben Google Ads, über YouTube, über die Werbung, die geschaltet wird, oder über YouTube Premium, dadurch kriege ich ja auch Einnahmen. Dann über die Affiliate-Links, über die Kooperationen und halt die Dividenden, die aber unabhängig sind von meiner unternehmerischen Tätigkeit hier mit Blog und YouTube. Ja. Das war es eigentlich schon mit dem Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne ein Like da. Ansonsten würde mich auch mega freuen, wenn ihr mal auf Instagram vorbeischaut oder vielleicht sogar in der Facebook-Gruppe. Könnt ihr gerne mal reingucken. Leben in der Schweiz als Auswanderer heißt die. Und ja, damit verabschiede ich mich von euch. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.